Mario wieder für euch unterwegs auf der Musikmesse und am Stand von Yamaha. Und da sehen wir hier und hören auch oder haben schon gehört, dass Clavinova CLP 645 in einer schönen neuen Farbe. Kilian, erzähl uns doch mal was dazu. Das CLP 645 hier in dem wunderschönen White Ash ist vor allem, besticht sich daraus, dass wir jetzt hier nochmal verbesserten Klang, eine bessere Klaviatur mit Holz haben. Das heißt, hier geht jetzt schon los in der Clavinova-Reihe goldene Mitte. Das 45 besticht einfach durch die Holzklaviatur. Man hat eine bessere Klaviatur grundsätzlich, das heißt einfach grifffester noch als die Vorgänger. Was wir jetzt neu dazu haben, ist zum Beispiel eine Funktion des Bluetooth, ein direkter, einfacher Bluetooth-Button. Das heißt also, ich kann mein iPhone direkt anschließen, kann auf die Songs zugreifen und kann direkt mitspielen. Genauso wie im Vorgänger ist es hier so, dass wir einen Piano-Room haben. Das heißt, wir können wieder sämtliche einzelnen individuellen Sachen, wie zum Beispiel den Flügeldeckel rauf oder runter einstellen. Wir können die Helligkeit oder die Dynamik einstellen und die verschiedenen Resonanztöne. Das heißt, wir können vor allem mit den zwei Hauptsamples, dem CFX Grand, also dem Konzertflügel von Yamaha und dem Bösendorfer, extrem gut variieren und rumspielen und das jeweils dem Spieler anpassen. Genau. Ich glaube, dem ist nichts mehr hinzuzufügen. Preislich liegen wir hier, sehe ich gerade, bei 2,4. Und ist das auch wie die anderen Modelle ab April zu haben? Richtig, genau. Wird genauso sein. In den ganzen genannten Farben, Weiß, White Ash, auch in diesem Schwarzen wieder, Schwarz-Hochglanz, wird alles ab April erhältlich sein. Genau. Wunderbar. Also spielt es mal an. Entweder noch die Tage auf der Musikmesse oder ihr kommt dann Ende April zu uns in den Laden, Waldorf, Frankfurt. Oder wenn ihr noch mal ein bisschen über die ganzen Specs, die gerade genannt wurden, lesen wollt, session.de, da findet ihr die ganzen Informationen nochmal gesammelt.